Ist das ein Pärchen, was immer zusammenläuft? Ich berichte live, rasender Reporter, aus der Tundra, wo sich zwei Lagombi ihren Weg durch die Eislandschaft mit der Eleganz von Eisballerinaressen bahnen. Ich konnte ihnen ewig zusehen. Moment, kommen sie her? Weg! Okay, sie werden also dauerhaft zusammen rumlaufen. Das ist dann wahrscheinlich so die Schwierigkeit der Quest. Da ist es mir äußerst lieber, dass ich ein Langschwert genommen habe. Ich weiß, dass die Quest eigentlich leicht sein müsste, wenn ich mich halbwegs gut konzentriere und nicht Bullshit mache, weil es halt Lagombis sind. Die sind grundsätzlich recht schnell tot, wenn man trifft und nicht von ihnen allzu häufig weggeschleudert wird. Was leider nach den letzten zwei Kämpfen bei mir nicht so leicht zu sein scheint. Haha! Habt ihr gesehen, wie der eine Lagombi so richtig geil seiner Kumpeline, den Lesbenpaar hier, als auf den Hintern mitgegeben hat? Smack that ass! Oh, ist so geil! Es vibriert und fackelt immer noch! Wow, 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 wow! Und selbst im Kampf können die geilen Lesben hier nicht voneinander loslassen. Sind zwar ein bisschen behaart, aber es soll ja auch Leute geben, die darauf so richtig hart stehen. Also, ist vielleicht ein bisschen sehr behaart, ist dann halt schon Furry-Modus, aber man will ja hier keine Sexualität unterdrücken und keinen Fetisch irgendwie. Wobei die eine natürlich größer ist als die andere. Willkommen beim wirklich echten Flottendreier. Sie rutschen beide von beiden Seiten in mich rein, was ein bisschen schade ist. Heute ist eigentlich nicht internationaler Frauentag. Theoretisch sollten die nicht erlaubt sein, in mich reinzurutschen mit ihren Umschnalldildos, aber okay. Wie gesagt, man will hier ja keine Sexualität unterdrücken. Wenn sie es wollen, sollen sie es tun. Ist vielleicht bei Selbst- und Attentätern nicht ganz so wahr, aber zumindest was, und auch bei Vergewaltigung auch nicht ganz so. Aber solange es einvernehmlich ist, und ich nehme es ja gerade mit ein, ist das, denke ich, durchaus legitim. Ist die Frage, brauche ich Lagombi-Sachen? Wenn ja, muss ich die Ohren kaputt machen. Wenn nein, ja, ich weiß, es war gerade als Frage formuliert, dass wenn nein, kann ich mir sparen, müsste ich es nicht. Kann ich einfach so draufschlagen, obwohl die Ohren ja allgemein bei meinen zwei Bunny-Häschen, meinem Playboy-Häschen, yes, die lesbischen Playboy-Häschen, das ist doch der perfekte Name für euch zwei. Ich bin so stolz auf mich, dass ich gut darin bin, Namen zu finden. Hättest du bitte einen Schlag später stackern können, dankeschön. Mein langes Schwert kann länger als du und kommt leider immer ein bisschen später, was dich auch freuen sollte. Und ich vielleicht sogar dazu veranlagt, den Umschalt-Dildo abzunehmen. Würde mich zumindest freuen. Weil von beiden Seiten gefickt zu werden, klingt in der Theorie gut, tut in der Praxis bestimmt ziemlich weh. Okay, ja, das war es jetzt wert, dreimal getroffen zu werden für diese riesengroße Bestienträne. Nein, ich habe sie zum Weinen gebracht. Das würde mir beinahe leid tun, wenn ich nicht da stehen würde. Seht ihr, sie kuschelt sogar mit mir und umarmt mich. Das ist jetzt gut, dass sie es macht, während sie ihre Freundin hintergeht. Nein. Ich glaube, die ist jetzt wütend auf mich. Aber sie wird nachher auch noch die Freuden spüren. Verdammt. Sie hat uns erwischt. Häschen Nummer 1. Ich brauche noch einen Namen für dich. Wie heißt du? Anna. Anna. Julia hat uns erwischt. Das ist äußerst ungünstig. Jetzt müssen wir das mit ihr durchführen. Ich wette, ich kenne sie ja jetzt schon 2 Minuten. Und du kennst sie länger. Ich wette, sie freut sich, wenn sie mitmachen darf. Schön, dass du ihr direkt die Front überlässt. Weil wenn sie einmal so direkt mit ihrem blanken, geilen Bauch vor mir steht. Nein, Anna, komm zurück. Das war doch nicht so gemeint. Genau, Anna und Elsa. Sorry, dass ich mit Julia verwechselt habe. Das war die letzte. Anna und Elsa, meine beiden Freunde. Und der Hans zwischendrin. Okay, das passt auf Anni besser, als ich es mir am Anfang mal überlegen vorgedacht hatte. Aber gut, Elsa, ich bleib erstmal bei deiner Anna. Immerhin hat sie mir schon einen Heiratsantrag gemacht und andersrum. Und wir beenden das gegenseitig unsere Sandwiches. Oh, Anna, Anna, ich bin doch da. Du kannst allein nach Elsa suchen. Ich hoffe bloß, dass sie nicht jetzt irgendwo anfängt, ein riesengroßes Eisschloss zu bauen. Denn ich baue dir ein Schloss.
das in der Tundra steht. Das hört man leise im Hintergrund, wie Elsa das so singt. Weil sie muss ja um mich werben, damit ich von Anna loslasse. Kommst du nochmal angerollt? Nein, die hält gerade ein bisschen Abstand. Wir tanzen effektiv Tango mit angreifenden und umreißenden Bewegungen. Sollst vielleicht kleinere Schritte machen. Nur mal so als Hinweis. Also wenn der Mann die Frau überrennt, ist das Standard. Standard-Tanz. Badumts. Nee, ist zwar Standard, sollte bloß ausgemerkelt werden. Aber wenn die Frau den Mann überrennt, sollte man sich nochmal Gedanken machen. Sollst vielleicht einen Rock anziehen, der schränkt dich in deiner Bewegung ein. Mich nur auf einem Bein auch ein bisschen. Und das könnte das so grundsätzlich wieder ausgleichen. So. Ich hoffe, Anna, der kurze Trip, den ich mit Elsa hatte, war nicht schlimm. Ich weiß, du liebst deine Schwester genauso wie ich sie. Zumindest ungefähr. Und ungefähr so wie Cersei Jaime liebt. Das passt auch dahin. Ich hoffe bloß, dass ich nicht der Tyrion in der Familie werde. Obwohl, grundsätzlich mag ich den, aber das ist halt so. Der ungeliebte kleine Bruder. Oh, da habe ich aber die wilde Anna gut gezähmt. Mein Playboy-Häschen wartet auf meine Rückkehr und sabbert schon, wenn sie mein Langschwert loszieht irgendwie. Ich sollte überlegen, wenn ich jemals YouTube Red mache, wirklich da ab 18 einzustellen. Und allgemein bei meinen Videos ab 18 reinzumachen, weil es tut mir leid für all die kleinen, süßen, unschuldigen Seelen, die ich damit gerade in die Hölle getrieben habe. Aber es ist eine witzige Hölle. Also das muss man jetzt mal sagen. Wenn man einmal so angefangen hat zu denken, ist es sehr, sehr schön und angenehm. Es ist sowieso angenehm. Jetzt von Schießet. Okay. Anna, du kannst aufhören, für mich wegzurennen. Ach, du willst mir bloß freudigerweise deinen Arsch hinhalten. Liegt sie sogar schon perfekt hin. Nehme ich an, alles klar, komm, Märchen. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen, denn jetzt, ja, steckert sie zurück, nachdem ich mit vollem Elan ins Gesicht geschlagen habe. Das war zu viel des Guten für sie. Muss ich mich doch mit der Königin Elsa abgeben. Na gut, wenn's sein muss. Ist ja auch eine Schnuckliche, ne? Obwohl Brünett mir an sich besser gefällt. So eine nette Brünette. Aber eine blonde Galonde? Blonde? Sonde? Monde? Monte? Eine blonde mit einem Quark voll Monte ist auch wunderbar in Ordnung. Ja, das ist bei mir ein Kompliment. Wenn mir jemand eine Monte-Quark anbietet, ist das definitiv Flirten. Egal ob Mann oder Frau. Oberste Regel beim Flirten, bietet eurem Gegenüber einen Monte-Quark an. Monte mit den schönen Flecken. Da kann man sich die Mühe der Kühe gleich sparen, die damit drauf sind. So, das war schon mal die falsche Richtung. Das heißt, Elsa ist diesmal Anna hinterhergerannt. Okay, auch schön. Jetzt habe ich natürlich keine Heißgetränke mehr. Dann muss ich mich wohl oder übel in das wunderschöne warme Fell von Elsa reinkuscheln, damit mir wieder warm wird. Ein bisschen Action dabei haben und schon ist alles in Ordnung. Rein theoretisch. Solange sie nicht zu sehr schwitzt, weil das wird dann immer eklig. Gerade so mit Fell und Haut, das klebt immer. Dann habe ich dann mehr Fell als sie. Ja, nicht so toll. Was auch nicht so toll ist, ist, dass Elsa sich jetzt versteckt. Einfach komplett weg. Obwohl, wahrscheinlich ist sie einfach Anna hinterhergerannt und ist jetzt trauert jetzt um ihre Leiche. Ob da jetzt noch was läuft? Ob da irgendwas laufen kann? Wahrscheinlich nicht. Schaut mal, wie traurig sie reinguckt. Ich glaube, mein Langschwert muss ich jetzt mal ein bisschen aufmuntern. Hallo, hier bin ich. Ja, oh, warum drehst du dich um? Willst du zufällig einen Angry Pirate? Also mir würde der gefallen. Nein, du brauchst dich nicht auf mein Gesicht. Doch, natürlich, wenn du willst, kannst du dich ruhig auf mein Gesicht setzen. Habe ich erstmal nichts dagegen. Das war die falsche Richtung zum Rollen, obwohl ich woanders denn gedrückt habe. Ja, da dreht sich sogar wieder schon mir. Ignoriere einfach Chacha und Kayamba, tue ich auch die ganze Zeit. Die sind einfach bloß mit da. Honey und Toni hatten immer noch selber mit Spaß. Chacha und Kayamba sind halt wirklich nur da. Die halten die Kamera effektiv. Die können sich hinten hinstellen und Regie führen.
Aber, obwohl, warte, die können nicht mitmachen, weil es beide Kinder sind. Das wäre Kinderpornografie. Und wenn sie die Kamera halten, wäre es Kinderarbeit. Sie machen das freiwillig, die üben für ihr Studium, die müssen in der Schule einen Dokumentarfilm drehen für BBC, unvergütet natürlich, und für UBC, und den Discover Your Channel. Und deswegen mache ich, helfe ich dabei, ihnen dabei, indem sie Elsa und mich mal filmen dürfen. So. Und dann ist hoffentlich auch das Jugendamt damit zufrieden, obwohl, ob das Jugendamt überhaupt sich um Chakalakas kümmert, ist irgendwie so die wichtigere Frage, ansonsten brauche ich gar keine Ausrede. Nein, muss ich natürlich die Tatsachen nicht erläutern. Als wenn ich Tatsache verdrehen würde, also wirklich. Das Einzige, was sich hier dreht, ist Elsa, weil sie gern von jeder Seite mein Langschwert sehen würde. Oder halt fühlen würde. Das ist so, na, relativ zu sehen. So, nachdem ich jetzt wieder meine schlimmste, beinahe schlimmste aller Seiten raushängen lassen habe, wieder mit voller Elan-Klinge. Nein! Ach, du willst mich zu seinem Schloss lotsen, Elsa? Geht in Ordnung. Bin da, wer noch? Das sieht so affig aus. Das sieht beinahe affiger aus als die Bewegung von dem Kongalala. Ach du Scheiße. Und da hat sie sich direkt wieder hochgebückt. Bückstück würde ich ja was sagen. Aber okay. Playboy-Häschen ist irgendwie die nette Bezeichnung von Bückstück. Wobei, bei Playboy zeigt man ja bloß, ne? Playboy-Häschen, Stückchen, Bück. So rum passt es vielleicht noch am besten. Also langsam müsste ich mal wieder den Ladenschlag raushauen, andernfalls geht nämlich meine LAN weg. Das sollte perfekt passen, ja? Da fällt sie direkt nochmal drüber. Ich hatte halt nicht mit gerechnet, dass es doch so lang sein könnte. Kommt's nochmal her? Nein, sie sabbert wieder. Sie geht schon genauso ab wie Anna. Wunderbar. So. Jetzt darf ich bloß nicht von ihren Geschenken erwischt werden. Die tun nämlich ein bisschen weh. Im Gegensatz zu Anna weiß nämlich Elsa nicht ganz so, was sie einem schenkt. Sie ist es bloß gewohnt, mit anderen Leuten aus Freude mit Eisbällen zu werfen. Auf anderen Leute. Aus anderen Leute. Auf andere Leute Eisbälle zu werfen aus Liebe, das ist so Standard, was sie macht. Und sich dann aus Liebe Ewigkeiten in einem komischen Schloss zu verkriechen. Was eigentlich absolut sinnlos ist, aber was man kann, kann man machen. Und ich werde sie da noch lebend gern besuchen, vor allem weil mein scheiß Fuß gerade eingeschlafen ist. Scheinbar auch ihrer, was ich lebend gerne ausnutze. Sie spreizt sogar bei die Beine, aber egal. Wir sollten vielleicht von diesem Thema wegkommen. Vielleicht irgendwann auch zu viel des Guten. Nein, zu viel geht nicht. Ist ja wie, als wenn es zu lang geht auch. Na gut. Dann rollen wir uns mal frollig, wie wir sind, hinterher. Das passt schon irgendwie, obwohl Kayamba tatsächlich schneller ist. Kayamba wird mit H geschrieben? Nee, mit A. Warum steht da ein H? Ach, weil Chacha mit... Ach du Scheiße. Das war wohl eine wunderbare Fusion. Nicht von Trunks und Goten, sondern von Chacha und Kayamba. Fusion H zu Kayamba. Wie es so wunderschön da stand. Muss ich mir nicht mal ausdenken, der Name stand wirklich da. Und, die können zwar immer noch nicht zum Super Saiyajin werden... Sehen auch nicht viel anders aus, aber können wenigstens schön synchron laufen. Ist, wow, da vergessen sich umzudrehen. Ist ja immerhin auch eine Methode. So, das wird hier nix. Da wurden mir ein Eisbär getroffen. Ich sollte schnell zu einer Armee von Trollen gehen. Chacha Kayamba, könnt ihr mir kurz helfen? Mit ein bisschen Magie. Denn mit Magie macht das Kochen Spaß. So. Nehmen wir noch ein paar Logombi-Pelze mit. Vielleicht gibt es ja auch noch... guck mal, das ist unser Andenken. Was Schönes, Weiches von dem Kampf. Schön mit eingesteckt. 3 Pelze plus. Ja, wie Freundschaft plus. Immer noch eins extra drauf getan. Passt wunderbar.
war, auch wenn der alte Opi hier mir ein bisschen komisch folgt. Ein bisschen absolut komisch. Gibt es hier jetzt noch irgendwo... Hier gibt es zumindest Käfer. Käfer brauche ich zwar nicht, aber ein göttlicher Kabuto. Da ist Kabuto von Naruto direkt mal traurig, dass er bloß ein Sage-Mode ist und zur Schlange geworden ist und nicht göttlich. Und die Dinger kann ich wirklich gebrauchen, also... Rätselknochen sind, glaube ich, eher unangebracht momentan und wir haben die Quest erfüllt. Wunderbärchen, alles Klärchen. Das war nochmal eine sehr spaßige Aktion. Versteht, was ich meine? Okay, die haben ihre Ohren überall, Augen und Ohren, das war ja schon mal klar. Und schön viel Geld, nichts Neues, längstes, war ja logisch. So groß waren die Löcher jetzt nicht. Fullshit gespeichert, okay, jetzt sind sie größer, aber okay. Das brauchen wir nicht mehr zu bewerten, wir lassen sie wieder von dannen ziehen. Wer jetzt auch von dannen zieht, bin ich. Denn ich bedanke mich vielmals dafür, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr dem gerade zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es so ist, dann sagt doch bitte Bescheid, wenn ich Feedback, lieben gerne die Kommentare. Und ansonsten, adios amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.